Anja und willkommen zu der neuen Folge Roblox Brookhaven. Heute habe ich mir gedacht, machen wir uns als kleines Kind und der neue Tag fängt gleich an und dann gucken wir, ob uns irgendjemand adoptieren möchte. Und genau, das ist der Plan. Ich hoffe, irgendjemand wird mich adoptieren. Deswegen machen wir uns erstmal small. Sind wir ein kleines Baby und dann brauchen wir irgendwelche Klamotten, die aussehen, als wären wir ein Kind. Oh, das mit dem Keks ist niedlich. Oh, nee, warte, das ist süßer. Ich will das. Dann brauchen wir jetzt Haare. Haare. Jetzt hier. Das ist sau niedlich. Okay, das sind meine Haare. Das ist mein Outfit. Dann hole ich mir jetzt noch einen Rucksack, damit es auch aussieht, als ob ich, keine Ahnung, in den Kindergarten oder in die Schule oder sowas gehen könnte. Und dann suchen wir uns jetzt unsere zukünftige Familie. Let's go! Alrighty, so, wir sind hier in der wunderbaren Nachbarschaft und ich habe mir hier schon ein Haus ausgesucht und zwar von Ezio008. Ich bin mir sicher, der hat ein gutes Haus, der hat bestimmt noch Platz für ein extra Kind. Hallo, ist jemand zu Hause? Ist hier irgendjemand? Hallo? Nee, hier ist keine Klingel, hier ist doch kein... Warum ist hier keine Klingel? Lass mich rein, Ezio008. Wie komme ich denn rein? Warum hat der denn einen Zaun gebaut? Der möchte wahrscheinlich keinen Besuch. Das verstehe ich nicht, aber vielleicht kann man hier drüber klettern. Hier kann man nicht drüber klettern. Das ist ein durchsichtiger Busch. Das ist schade. Das ist sau schade, aber das ist kein Problem, weil ich als Roblox-Experte weiß, weil es schon oft genug Leute bei mir gemacht haben und mich damit ausgeraubt haben. Ich kann mit einer Treppe nämlich, glaube ich, in das Haus rein. Genau, warte mal, hier, zack. Bam, bam. Warte. Okay. Ich bin mir sicher, der will mich adoptieren. Der weiß nur noch nichts von seinem Glück. Yay, okay, wir sind drin. Und wir sind ja auch höflich, deswegen klingeln wir mal. Hallo! Okay, das ist schwierig, jetzt hier reinzukommen. Hier ist, glaube ich, auch keiner zu Hause. Vielleicht müssen wir sonst später nochmal hin, wenn der vielleicht nach Hause kommt. Ich verstehe aber nicht, warum der nicht hier ist, weil der hat ja eigentlich ein gutes Haus. Da kann man ja auch mal vorbeikommen. Wer nicht will, der hat schon, nehme ich an. Dann gehen wir mal weiter. Ich guck mal in der Stadt, vielleicht sind da mehr Menschen. Oh, warte mal, da vorne ist jemand. Da vorne ist jemand. Oh, warte, die schreibt was. Ja, okay, aber warte 2 Minuten. Oh, nee. Oh nein, die macht sich ja auch zu einem Kind. Ja, aber die hat die gleiche Frisur wie ich. Nein. Okay, die kann mich wahrscheinlich nicht adoptieren, weil die ist ja schon ein Kind. Mist. Okay, dann gehen wir wieder raus aus dem Daycare. Vielleicht... Okay, was mit der? Die rennt hier rum. Hallo? Willst du mein... ne Mama sein? Fragezeichen. Ich bin älter, sagt einer. Denkst du, die antwortet mir? Denkt ihr, die antwortet mir? Komm schon, antworte! Antworte! Ich glaube, die will mich nicht. Wieso will die mich nicht? Ja! Cool! Wo wohnen wir? Fragezeichen. Okay, warte mal. Hier sind aber jetzt ganz schön viele. Jetzt bin ich verwirrt. Ist das meine Mom? Das ist meine Mom. Okay, ich folge ihr mal mit. Weil ich glaube, sie möchte mich zu ihrem Haus bringen. Wir werden mitgenommen, wahrscheinlich jetzt nach Hause. Hoffe ich. Nehme ich an. Wir hoffen, hier ist gar kein Haus. Ich glaube, die entführt mich gerade. Ich glaube, hier ist wirklich kein Haus. Ich glaube, ich werde entführt. Nein, Hilfe! Nein! Okay, warte, doch, das da vorne ist ihr Haus. Warte mal. Okay. Wenn... Warte. Ist das ihr Haus? Doch, wahrscheinlich. Guck mal, hier. Haus von... Nee, das ist Haus von Max. Das ist nicht unser Haus. Ich werde angelogen. Das ist nicht unser Haus. Hier wohnt jemand, der heißt Max. Du heißt gar nicht Max. Du bist... Hallo? Das ist Betrug. Ich gehe. Nö, da mache ich nicht mit. Oh, verdammt, ich bin bei jemandem wieder. Ich bin schon wieder bei Ezio eingebrochen. Nein, es tut mir leid. Wie komme ich hier raus? Lass mich raus. Oh, die Tür ist offen. Okay, Glück gehabt. Nee, ich bin bei Blamina eingebrochen. Verstehe. Hier ist jemand drin. Denkst du, hier komme ich rein? Oh ja, hier ist jemand. Der ist Polizist. Okay, vielleicht können wir den fragen. Hallo, Herr Polizist. Wollen Sie mich adoptieren? Man muss ja auch höflich bleiben. Ich glaube, der Polizist hat kein Interesse daran, mich zu adoptieren. Aber dafür hat er mich in seinem Haus eingesperrt. Na super. Ich will hier fliehen. Wie komme ich hier raus? Ich muss hier raus. Ah, ich kann mich einfach zu einem anderen Haus porten. Ich porte mich hier zur Elf. Vielleicht will die Elf mich adoptieren.
Ist hier jemand zu Hause bei der Elf? Hallo? Klingel mal. Hallo? Elf? Oh, Elf macht mir auf. Hallo, Elf. Elf macht mir auf. Hallo? Magst du meine neue Mama sein? Rechtschreibung wird groß geschrieben hier. Es tut mir leid, ich habe nur eine Hand zum Tippen. Klar! Okay. Wir haben ein neues Haus, wir haben eine neue Mutter. Hier ist tatsächlich, hier sind gar nicht so viele. Das ist gut. Das ist gut. Hier wohnen wir scheinbar. Ich guck mich mal um. Hier haben wir ein Wohnzimmer. Oh, da läuft... Okay, Hundefernsehen. Hier haben wir, ein anderes Haus. Okay, ich frag sie mal. Wo ist mein Zimmer? Oben. Okay. Dann gehe ich mal hoch. Oh, hier sind ein Haufen Doppelbetten. Ich liebe Doppelbetten. Will ich rechts oder links schlafen? Ich glaube, ich will links schlafen. Hier ist auch ein PC. Ich glaube, dann schlafe ich links oben im obersten Bett. Ah, das ist braun. Dann schlafe ich links im unteren Bett. Habe ich gerade beschlossen. In dem türkisen. Das ist jetzt meins. Das ist auch mein Computer. Habe ich jetzt eingenommen. Okay. Okay, da ist meine neue Mom. Ich frage sie mal. Haben wir Essen? Da. Natürlich, im Kühlschrank. Okay. Hä? Voll gut. Guck mal, meine neue Mutter kümmert sich voll um mich. Das ist super. Im Kühlschrank. Hier, der Kühlschrank ist sogar auf. Was haben wir denn? Wir haben Eis. Oh, ich glaube, ich will Eis. Okay. Eis klingt sehr gut. Eis freue ich mich. Mach mir den Kühlschrank zu, auch mit Energieverschwendung und so. Gibt's irgendwie noch Sachen in dem Haus, die ich missen müsste? Oder keine Ahnung, gibt's hier noch irgendwelche geheimen Sachen? Oder ist hier mein Bad? Oder was gehört mir? Haben wir noch andere Geschwister? Ich habe so viele Fragen. Im Keller gibt es eine große Bibliothek. Die gucke ich mir mal an. Eine Bibliothek. Ich liebe Bücher. Ich lese gern. Hier ist scheinbar der Keller. Hier geht's runter. Hier ist wirklich eine große Bibliothek. Das ist ja cool. Okay, warte mal. Hier kann man rein. Ich verstecke mich. Okay, aber das bringt mir nichts. Voll cool. Warte, dann kann man hier unten sitzen und lesen, ob ich wirklich sagen muss. Ich fände es besser, wenn es ein bisschen heller wäre. Weil sonst ist es schlecht für die Augen zu lesen. Habe ich mal gehört. Aber dann kann man sich hier in seinen Sitzsack reinsitzen. Ich habe mich so klein gemacht, dass ich in den Sitzsack einfach komplett verschwinde. Ich bin so winzig in dem Ding. Man sieht mich einfach nicht mehr. Ich könnte mich hier für immer verstecken. Okay, sie steht jetzt einfach hier rum. Verstehe. Und hier gibt es auch einen ganz besonderen Geheimraum. Wo? Geheimraum. Ich liebe Geheimräume. Hinter den Bücherregalen. Oh, das geht auf. Oh, hier geht's runter. Was? Hier gibt es wirklich einen Geheimraum. Das ist ja cool. Okay. Hä? Ich habe ein gutes Haus. Ich habe gute Adoptivwahlen getroffen. Also gut, ist jetzt weniger freiwillig gewesen, aber... Hä? Sick. Okay. Hier ist scheinbar ein Geheimraum, aber hier ist auch leider ein bisschen spärlich beleuchtet. Ich sag hier mal... Vielleicht musst du mal hellere Lampen... kaufen. Hier ist es ganz schön dunkel drin. Aber was machst du hier in dem Geheimraum? Und dort hinten lagere ich mein ganzes Hab und Gut. Ich denke, hier ist ihr Safe. Hier ist ihr Geld. Okay. Alles klar. Ich verrate es niemandem. Ich werde für immer, werde ich es heimlich für mich behalten. Alles klar. Okay, cool. Dann Dankeschön fürs Rumführen. Ich gehe mal wieder hoch, weil ich habe, ich muss aufs Klo. Tschüss. Okay. Geht's hier raus? Ja. Okay, mein neuer Plan ist, ich klaue ihr Geld. Das weiß sie jetzt noch nicht direkt. Aber wenn sie das Haus mal verlässt oder irgendwie sagt, sie muss einkaufen gehen, dann klaue ich ihr Geld. Oh, warte mal. Mama, der Kühlschrank ist leer. Kannst du einkaufen? Oh, wirklich? Sagt sie. Mhm.
Der ist komplett leer. Da ist nichts mehr drin. Da ist nichts. Also keine Getränke, kein Essen. Ich habe das letzte Eis genommen. Das ist jetzt aber auch aufgegessen. Hier, da war es. Zack, ist es weg. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du jetzt aus dem Haus gehst und zum Supermarkt. Das ist äußerst wichtig und sollte höchste Priorität haben gerade. Ja, natürlich, ich bin gleich wieder da. Okay. Dann gehen wir mal in den Keller und klauen unser Geld. Und dann kaufen wir uns unser eigenes Haus. Okay, wo war der Geheimgang? Ich glaube, der war hier hinten irgendwo. Ach, hier ist der Knopf. Oh, ja, komm hier rein. Okay, dann geht's hier hinter. Ich glaube, sie meinte, sie hat hier hinten links ihr Geld. Okay, hier ist das Geld. Das nehmen wir mit. Und dann rennen wir hier raus, so schnell wir können, bevor meine neue Adoptivmutter vom Einkaufen zurückkommt. Hier geht die Tür auf. Na komm. Jetzt geht die Tür nicht auf, oder wie? Hallo? Bin ich eingesperrt? Hilfe? Geht's hier auf? Oh doch, es geht auf. Okay, man darf nur keinen Sack mit Geld in der Hand haben. Ist vielleicht eine Sicherheitsmaßnahme. Okay, hier raus. Ich hoffe, meine Mama hat mich nicht eingesperrt. Nein, die Tür ist offen. Glück gehabt. Okay. Dann fliehen wir und da hinten ist noch neues Grundstück. Das heißt, obwohl ich will nicht so nah an ihr dran wohnen, denke ich. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter hier wegrennen, damit ich nicht direkt auffliege. Okay, hier. Haus Nummer 14. Das wird mein neues Haus. Da ich relativ viel Geld verdient habe, können wir uns auch ein teures Haus kaufen. Und zwar möchte ich... Oh, das sieht gut aus. So, dann ist hier... Oh, wir können auch gleich eine Farbe einstellen, weil das hat momentan noch dieses... unangenehme Grün, aber da sehe ich mich tatsächlich gar nicht so. Dann machen wir das Ganze jetzt hellrosa. Oh, das ist nice. Okay, dann gehen wir hier rein und schließen schnell ab. Nicht, dass hier meine Mom wieder reinkommt und ihr Geld zurück will oder irgend sowas. So, dann haben wir abgesperrt. Hier ist keiner drin und wir gucken uns erstmal um. Hier ist mein Schlafzimmer. Okay, aber das Problem ist, da kann man mich halt von draußen sehen. Das ist unpraktisch, aber das ist nicht schlimm. Dann haben wir hier, was haben wir noch? Ein Riesenhaus. Was ist das? Mein Bad. Oh, hier ist so eine Badewanne. Mit so einem Steinwandding dahinter. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Was haben wir denn noch? Hier geht's hoch. Weil hier ist noch ein geheimer Raum. Vielleicht ist es die Garage? Das ist die Garage. Oh, die müssen wir zumachen, sonst kann man hier rüber ins Haus rein. Ah, die ist schon zu. Okay, das war eine Glasgarage. Sehr wild. Okay, dann machen wir hier wieder zu den Laden. Sonst kommt hier jemand rein. Und dann gehen wir hoch. Hier ist unser Wohnzimmer, verstehe. Unsere Küche und was ist noch? Oh mein Gott, hat das viele Etagen. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Ich glaube, dann schlafe ich erstmal hier ganz oben, bevor ich erwischt werde. Und unten hebe ich mir auf für Gäste oder sowas. Ich würde sagen, das war es dann aber auch mit dieser Folge als Adoptivkind in Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!